Willkommen zurück. Ich stehe noch immer, wie die nächsten 10 Jahre, hier bei den Wassermagiern rum. Nein, nicht bei den Wassermagiern, aber ich werde hier eine Weile bleiben. Ich soll nach Westen, sollte da sein. Aber als ich hier rumgelatscht bin, habe ich gesehen, dass da hinten schon jemand steht. Das muss ich mir erstmal angucken, wer das ist. Ich habe ja gehört, Banditen, Vorsicht. Könnte jetzt einer sein, ich bin mir nicht sicher. Aber ich soll nach Westen zu den, in Richtung zu den Piraten. Damit ich dann auch eine Banditenrüstung und so bekomme. Da hinten ist eine Höhle. Naja. Es gibt hier Riesenheuschrecken. Heiliger Bimbam. Heiliger Bimbam. Was bin ich? 80? Der scheint nicht böse zu sein, oder? Ich bin mir da nicht mehr sicher, nachdem ich hier seit Kapitel 3 begonnen hat, von allen möglichen angegriffen werde. Nee, dann er hätte mich schon angegriffen. Oder er verflucht mich gleich auch wieder oder kommt so roter Nebel. Ob die mich bis hierhin verfolgen? Ich denke nicht, sonst hätte ich sie schon gesehen. Was bist du denn für einer? Du siehst nicht aus wie die anderen. Welche anderen? Na, die Magier, die sich da drüben bei den Ruinen herumtreiben. Gehörst du etwa auch zu dem Verein? Ziemlich mutig von dir, hier alleine rumzulaufen. Was willst du? Ich kann so viel hier alleine rumlaufen, wie ich will. Ich kann dich easy peasy fertig machen. Mit einer Spruchrolle. Wer bist du? Du hast sicher schon von mir gehört. Nein. Ich bin Alligator Jack. Was? Gefürchtet im ganzen Land. Ich gehöre zu den wohl gefährlichsten Piraten in dieser Gegend. Mit unserem Kapitän Greg haben wir mehr Handelsschiffe geentert, als ich zählen kann. Du stehst hier sozusagen vor einer lebenden Legende. Greg? Greg? Der mir so viel schuldet, so richtig viel schuldet. Oh nein, ich habe von Alligator Jack noch nichts gehört. Wie kann man sich so nennen? Hat er sich den Namen selbst gegeben? Wenn er sich den Namen selbst gegeben hat, sollte er den ändern. Es ist nicht zu spät. Änder ihn. Änder ihn. Erstmal die wichtigste Frage überhaupt. Euer Captain heißt Greg? Richtig. Er ist der größte Pirat, den die See jemals hervorgebracht hat. Naja. Ich glaube, ich kenne euren Captain. Er ist mir in Korinis begegnet. Greg? In Korinis? Unsinn. Greg ist mit einigen Jungs auf großer Kaperfahrt. Nö. Das Einzige, was Greg nach Korinis bringen würde, wäre eine Sträflingsgaläre des Königs. Er ist einer der meistgesuchten Männer im Land. Freiwillig geht er bestimmt nicht in die Stadt und lässt sich von der königlichen Garde in den Kerker werfen. Wenn du meinst. Ja, wenn du meinst. Ich kann dir noch ein paar andere Sachen fragen. Kennst du einen Kerl namens Raven? Na klar. Er ist der Anführer der Banditen im Osten. Ja. Was willst du denn von dem? Soll ich lügen? Soll ich lügen? Sagen, ich will mich ihm anschließen? Ich lüge mal. Ich bin Söldner. Ich will mich ihm anschließen. Tatsächlich? Nee. Du siehst aber gar nicht aus wie einer, der bei diesen Spinnern anheuern will. Ach. Ich habe eine bessere Idee. Du kommst mit zu uns. Und da denkst du erstmal gründlich darüber nach. Nachdem du erstmal unseren guten, selbstgebrannten Rum probiert hast, sieht die Welt schon ganz anders aus. Er besticht mich mit Rum. Okay, gut. Ich weiß nicht, also ich denke, wenn man das andere gewählt hätte, dann hätte er auch gesagt, komm mit, aber es ist cool. Du sollst zu den Piraten auf jeden Fall, nehme ich dann mal an. Aber ich dachte, ich probiere mal was anderes aus. Ich brauche eine Banditenrüstung. Was willst du denn damit? Ja. Die bringt dir nur Ärger ein, wenn du dich damit irgendwo sehen lässt. Ich weiß. Jeder wird dich für einen Banditen halten und versuchen, dich zu töten. Sinn der Sache. Das ist der Sinn der Sache. Hört sich gut an. Ja. Aber nur für jemand, der lebensmüde ist. Hast du eine Ahnung, wo ich eine solche Rüstung finden kann? Wir hatten mal eine bei uns im Piratenlager. Aber ob sie noch da ist, weiß ich nicht. Dann geh gucken. Wo ist euer Piratenlager? Siehst du den Höhlendurchgang da drüben?
Wenn du da durchgehst und weiter nach Westen gehst, kommst du früher oder später zu unserem Strand. Da haben wir unsere Blockhütten. Wenn du willst, kann ich dich hinbringen, wenn du mir einen Gefallen tust. Und das wäre? Bevor ich zum Lager zurück kann, muss ich erst noch Fleisch für die Jungs besorgen. Du bist ein kräftiger Kerl. Ich könnte deine Hilfe bei der Jagd gebrauchen. Interessiert? Was jagst du denn? Normalerweise nur Alligatoren. Aber die kann man nicht essen. Also außerdem gibt es hier in der Gegend auch gar keine mehr. Also nehme ich das, was da ist. Sumpfratten. Was? Die meisten Viecher, die es hier gibt, schmecken wie eingeschlafene Füße. Oder sind zäh wie Alligatorfleisch. Die fetten Sumpfratten sind das Einzige, was einigermaßen genießbar ist. Eine Sumpfratte hatte ich schon mal gesehen im Miental. Okay, dann kommen die von hier, oder wie? Sein Witz mit den Alligatoren war übrigens richtig schlecht. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwo sitzt und dann kommen so richtig, richtig, richtig schlechte Witze und die feiern sich einen ab und du denkst ja einfach nur so... Am besten verlässt du jetzt den Raum. Na, egal. Erzähl mir mehr über euch Piraten. Wir leben hier schon seit Jahren. Damals, vor dem Krieg, kannte uns jeder von hier bis zum Festland. Allein unsere Flagge verbreitete Angst und Schrecken unter den Kauffahrern. Mhm. Aber die Zeiten sind nun vorbei. Schon seit Wochen haben wir kein Handelsschiff mehr vor den Bug gekriegt. Unser Kapitän Greg ist los und versucht nochmal eins zu erwischen. Wir anderen sitzen in unserem Lager und drehen Däumchen, bis er wieder da ist. Hoffentlich bringt er fette Beute mit. Nee, der sitzt in so einem Turm und lässt sich's gut gehen. Dann gehe ich jetzt mit dem Jagen. Ich weiß nicht, ob ich Punkte bei ihm bekomme. Bekomme ja nur bei den wenigsten Leuten Punkte. Lass uns jagen gehen. Gut. Zu zweit ist es ein Kinderspiel. Bist du bereit? Aber Sumpfratten kriegt man doch alleine hin, habe ich. Also eine. Wenn die einzeln kommen, auf jeden Fall. Ja. Würde ich sagen. Gut. Bleib mir einfach auf den Fersen. Bleib mir einfach auf den Fersen. Ach, noch nicht das Schwert, okay. Ach, nach da. Ich wollte eigentlich die Grashüpfer noch wegmachen auf der anderen Seite. Bitte. Nicht so schnell. Komm her, Mistvieh. Das sind aber keine Sumpfratten. Okay, ich bekomme Punkte. Ich habe ihm ein Fleisch weggenommen. Jetzt regnet es. Supi. Perfektes Wetter für eine Jagd. Immer. Ich darf auch keinen... Ich muss bei ihm dranbleiben. Ich wette, sonst geht er verloren. Ich kenne doch das Spielchen. Die mögen das nicht, wenn man seinen eigenen Willen hat. Oh, da sind wieder so komische Glühwürmchen. Ich habe noch nicht herausgefunden, ob das Deko ist oder ob das was anderes ist. 150. Fangheuschrecke. Das ist halt echt eine Heuschrecke. Kopf der Fangheuschrecke. Sowas kann ich einsammeln. Kopf der Fangheuschrecke. Ich habe das nicht gelernt. Oder ist es woanders mit drin? Und wundert mich gerade dezent. Wo will er denn hin? Hätte er nicht das Fleisch von den anderen nehmen können? Komm her, Mistvieh. Aber ich krieg Pünktchen. Also eigentlich kann ich gar nichts machen. Ich kann das so machen wie mit Laris sonst. Er macht alles und ich guck zu. Nicht ganz angenehm. Muss ich jetzt mal an der Stelle sagen. Der Talkessel. Hier müssten einige von den Biestern sein. Folge mir. Und warum ist da nicht die Köpfe von den Heuschrecken? Ich finde, das ist eine berechtigte Frage. Wenn ich richtig dollen Hunger habe, würde ich doch theoretisch auch sowas essen. Insekten, Proteine, gar nicht mal so wenig Proteine, so groß wie die sind. Guck jetzt, wo kann der sterben eigentlich? 120. Heilpflanze. Lurker, achso, es war ein Lurker, Lurkerklaue. Ah ja, das kann ich ja. Aber das finde ich jetzt angenehm, ich muss gar nichts machen. Ist relativ stark, Sumpfratte. Okay, aber er hat nicht unendlich Leben. Ein Mistvieh weniger.
Aber das nimmt er nicht, das Fleisch. Das muss ich für ihn nehmen. Das habe ich befürchtet. Was? Die paar Viecher hier sind gerade mal die Hälfte von dem, was ich brauche. Jetzt müssen wir in den Canyon. Pass auf, tiefer im Canyon wird's brandgefährlich. Wenn dir dein Leben lieb ist, bleib schön dicht bei mir. Mach ich doch die ganze Zeit. Oder? Was ist im Canyon? Wenn es irgendwie geht, meiden wir das Gebiet. Dort gibt es Razor. Ziemlich zähe Biester. Halt dich von denen fern, wenn du an deinem Leben hängst. Sowas wie Drachensnapper? Gut, so, das lass Niveau? Uns gehen. Alles klar. Gott, was geht da wohin? Jetzt, okay, wir laufen wieder zurück. Erdhard, ich kann ihm auch doch keinen Heiltrank geben. Da, Pflänzchen. Ah ja, ich komme schon. Razor. Ich denke da nicht an irgendwelche Kreaturen, aber okay. Wir schauen uns die Sachen mal an, aber wenn er sagt, die sind gefährlich, sind sie vielleicht auf dem Niveau wie so ein Drachen. Komm schon! Chill, Digi. Sind die vielleicht auf dem Niveau wie ein Drachensnapper, würde ich jetzt denken. Das ist ein Duty. Wer ist das denn? Malcolm. Okay. Malcolm gibt's ja auch. Nebenbei probiere ich ein paar Pflänzchen zu sammeln. Ja, hier gibt es ja auch richtig viel zu erkunden. Es ist auch ein bisschen schon geil, oder? So, ich sehe nicht viel, weil es regnet. Will ich auch nicht ändern. Ich finde, so Regen muss auch mal sein in einem Game. Und dann andere Lichtverhältnisse. Da sind wieder Heuschrecken. Oh, da jetzt muss ich ihm helfen. Okay, oder auch nicht. Hab halt Angst, dass er... Warte, ist aber nur erst nur noch Half-Life. Wieso? Was soll ich denn mit den ganzen Köpfen? Da kommt noch was. Komm her, Mist! Sumpfratte. Ach, die lootet der jetzt. Ich weiß halt nicht, warum es jetzt so viele sind. Ehrlich nicht. Er lootet ja nicht alle. Eine hat jetzt... Sag mal, kannst du mir sagen, wofür ich dich mitnehme? Keine einzige Sumpfratte hast du getötet. Naja, vielleicht kannst du dich ja trotzdem noch nützlich machen. Hier, nimm das Sumpfrattenfleisch und bring es zu Morgan, dem Faulpelz. Du findest ihn bei uns im Lager. Er liegt sicher wieder irgendwo am Strand. Ich denke, er wartet schon drauf. Am Eingang unseres Lagers steht meistens Henry und passt auf, dass uns die Banditen nicht angreifen. Wenn er dich nicht reinlassen will, sag ihm einfach, dass ich dich geschickt habe. Vielleicht ist er dann ein bisschen umgänglicher. Henry ist etwas übereifrig und markiert immer gerne den Boss. Warum ist er denn so... Ich habe das genauso gemacht wie mit Laris. Laris hat sich nie beklagt. Ja, Laris hat sich nicht beklagt. Der hat sich beklagt, weil ich einfach gar nichts gemacht habe. Aber ich gebe ihm mal einen Heiltrank. Hier, nimm den Heiltrank. Boah, gleich noch stirbt. Hier, nimm den Heiltrank. Ich glaube, ich sollte mal lernen, wie man Heiltränke macht. So. Hier, nimm den Heiltrank. Irgendwann mal. Was kann er mir denn beibringen? Kannst du mir was beibringen? Klar, ich bin ein guter Jäger. Ich kann dir zeigen, wie man Tiere enthäutet und ihnen die Zähne zieht. Nee. Wenn du willst, bringe ich es dir bei. Gratis? Natürlich nicht. Nee. Da sehe ich nachher das nicht. Ich bin meistens irgendwo in der Nähe meines Lagerplatzes vor den Palisaden. Palisaden? Geh einfach weiter Richtung Westen. Dann siehst du, was ich meine. Von hier jetzt weiter Richtung Westen? Auf jeden Fall bin ich jetzt im Urlaubsgebiet, würde ich sagen. Bin im Urlaubsgebiet. Erstmal speichern. Ich werde den Weg auch später wahrscheinlich wieder zurücklatschen. Weil ich habe ja jetzt gar nichts jetzt irgendwie mitbekommen. Also, okay, es hat auch geregnet, aber da war ja Malcolm und so. Gab es verschiedene Wege, die man laufen kann. Ist bestimmt noch richtig tolle Aufgaben. Ich muss halt gucken, ob ich auch irgendwelchen Dingen ausweichen muss, so wie mit den Orks. Es müsste ja dasselbe Schwierigkeitslevel haben, würde ich jetzt Wüstenratte, na toll. Würde ich jetzt annehmen, dass es dasselbe Level hat.
weil man ja das eine oder das andere hätte machen können. Deshalb gehe ich jetzt einfach davon aus, ich muss ja bestimmten Dingen nachher auch ausweichen. Also keine Orks, dann halt diesen Razern oder so. Ich wüsste gern, wie die aussehen, damit ich weiß, wovor ich fliehen muss. Da ist ein Sockel. Na, was ist denn da versteckt? Sumpfkraut? Sumpfkraut? Ich muss auch noch herausfinden, wofür ich die ganzen Pflänzchen brauche. Wo ich die Pilze jetzt zum Beispiel mal gegessen habe. Naja. Das kann ja mal passieren. Packen wir den Stein auf den Sockel. Jetzt müsste ich zurückkommen, oder? Dann muss ich das nicht nochmal laufen. Ich hätte gerne eine Karte, damit ich weiß, leuchtet da hinten was? Nee, es sah nur so aus. Ist nur ein Ast. Damit ich weiß, heilige Kacke, da oben ist auch irgendwas. Da ist noch eine Höhle. Hier geht's runter. Das ist der Canyon, was er gesagt hat. Ich würde jetzt erst einmal zurückgehen, mir einen neuen Fokusstein holen und dann die Strecke nochmal laufen. Dann kann ich auch noch ein bisschen genauer gucken. Sorry. Ohne Angst zu haben, den Typen zu verlieren. Und welcher ist jetzt hier aktiv? Zum Tempelportal. Scheiße. Ich komme nicht zurück. Ah, doch, hier. Zum Canyon. Okay. Ich brauche nur einen Stein. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. 500. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. War's schwierig? Wie man's nimmt. Ich könnte ein wenig Unterstützung brauchen. Ich kann dir etwas Gold geben. Würde das helfen? Schaden tut's nicht. Mal sehen. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Ach, übrigens, bevor ich es vergesse, Saturas möchte dich sprechen. Du solltest so bald als möglich zu ihm gehen. Ich wollte zu den Piraten. Saturas kann mich doch gar nicht leiden. Jedes Mal meckert der an mir rum. Das ist auch kein Wunder, dass niemand freiwillig zu dem Typen hingehen möchte, der meckert. Ganze Zeit. Ich mache ja den besten Job meines Lebens. Und er sagt immer, ich werde nie vergessen, was du getan hast. Ist ganz schön lange nachtragend, der Typi. Wo ist er denn? Ist er da drinne? Nö. Dann sag mir doch, wo er ist. Da oben vielleicht. Nachdenklich in die Ferne blicken, in die Weite und überlegen, was er mir nun antun kann. Gut, dass du kommst. Wir haben neue Erkenntnisse, die wir dir mitteilen müssen. Dann lass mal hören. Die versunkene Stadt trug einst den Namen Yarkendar. Es gab 5 Herrscher in dieser Stadt, die sich die Macht über ihr Volk teilten. Jeder dieser Herrscher hatte ein Herrenhaus, in dem er lebte und wo er seine Habe aufbewahrte. Mhm. Auf deiner Suche nach den Reliquien der alten Kultur scheint es daher unerlässlich, dass du diese Herrenhäuser durchsuchst. Okay, dann wurde mir, ich hatte in der letzten Folge, habe ich gesagt gehabt, ich weiß nicht, wie es hier heißt. Es wurde mir auch nicht gesagt, Yarkendar, ich bin in Yarkendar. Okay, und das heißt, im ersten Kapitel waren wir Kurines. Okay, nicht überall da. Nicht ganz überall da, so, weil ich bei manchen Stellen einfach nicht weiterkam, was ich hätte übrigens nah machen können. Konnte ich nicht machen nach dem Minental. Weil überall diese Suchenden, was weiß ich, Magier sind. Wenn die nicht wären, hätte ich wirklich nochmal gucken können, wo ich hätte lang gehen können. Egal. Das andere ist das Minental und jetzt bin ich in Yarkendar. Und dann könnte ich so die Beschreibung mal anpassen, damit man weiß, wo was dazugehört. Okay. Noch mehr Infos zu den Herrenhäusern, bitte. Wo soll ich nach diesen Herrenhäusern suchen? Riordian hat sich mit der Struktur der Gebäude von Yarkendar beschäftigt. Er wird dir sagen, wo du nach den Herrenhäusern suchen sollst. Okay. Was ist, wenn es diese Herrenhäuser gar nicht mehr gibt? Wenn du die Häuser nicht finden kannst, dann sind sie vermutlich mit der Stadt untergegangen. Doch sollte es sie noch geben, wäre das von unschätzbarem Wert für unsere Studien. Mhm. Okay. Nefarius erzählte mir von einer Flut.
Es steht geschrieben, dass Adanos selbst vom Himmel herabstieg, um die Ungläubigen zu strafen und sie ins Reich der Toten zu verbannen. Entfacht von seinem heiligen Zorn ließ er das Meer auf die Erbauer dieser Stadt herabfallen und fegte sie hinfort. Der Sumpf im Osten ist noch ein Zeuge dieser Ereignisse der Vergangenheit. Okay, im Sumpf ist ja auch dieser eine Typ verloren gegangen bei den Banditen in Richtung Banditen. Uiuiui. Was kann Adanos so zornig gemacht haben? Na? Der Tempel dieser Stadt war einst ein großes, strahlendes Bauwerk. Ja. Alle verehrten ihn und beteten zu unserem Gott Adanos. Rademis, der Sohn des Feldherrn Quahodron, entweihte den Tempel. Einer nach dem anderen verfiel daraufhin dem Bösen. Ich vermute, das konnte Adanos ihnen nicht verzeihen und seine Rache kam über das Land. Umso wichtiger ist es, dass wir Raven aufhalten. Er ist im Begriff, genau das Gleiche zu tun. Arsch. Was für ein Arsch. Na, da bin ich doch überhaupt nicht weiter. Ich war noch nicht mal... Adanos möge dich schützen. Im Westen. Er mag mich, glaube ich, etwas mehr, weil jetzt will er nicht mehr, dass ich sterbe. Ich soll zu Redorian. Nochmal Infos holen. Na, dann machen wir nochmal Geschichtsstunden. Danach gehen wir kurz... Muss das wissen mit den Herrenhäusern? Vielleicht sehe ich die direkt unterwegs. Und dann gehen wir Richtung Westen. Das soll ich ja zuerst machen. Theoretisch. Ja, bevor ich nachher Banditen... Die Banditenrüstung war doch gar nicht so krass. Oder gibt es da auch unterschiedliche? Egal. Redorian. Ich soll... Riordian. Sorry. Ich soll mit dir reden. Erzähl mir mehr über diese Gegend. Was willst du wissen? Das wollte ich jetzt nicht. Doch, gibt es eine Karte. Das habe ich vorhin gar nicht probiert. Erstmal gibt es das Wichtigste, Karte. Gibt es eine Karte dieser Gegend? Kronos hat eine angefertigt. Er überlässt sie dir bestimmt. Hätte ich diese Dialogoption mal früher gesehen. Ich frage jetzt einmal für mich das durch. Ich brauche die Infos. Was ist im Norden? Wenn ich den Aufzeichnungen der Erbauer Glauben schenken darf, dann wirst du dort ein großes, von hohen Felsen umringtes Tal finden. Dürre und Wüstensand bestimmen dort die Landschaft. Wo komme ich hin, wenn ich nach Süden gehe? Das Land im Süden ist sehr zerklüftet. Serpentinenartige Wege, Wasserfälle und in Felsen gehauene Ruinen wirst du dort finden. In Felsen gehauene Ruine. Das klingt nach Wissen. Es war nochmal im Osten. Na, der Sumpf. Was war nochmal im Osten? Der große Sumpf. Die Gegend ist sehr gefährlich. Ja, weiß ich. Nicht nur die Banditen lauern dort, sondern auch äußerst gefährliche Tiere. Jo. Du solltest vorsichtig sein. Ja, ja, ich habe schon gehört, Razor auf jeden Fall, wo auch immer. Nee, Razor sind im Canyon. Warst du schon mal im Westen? Nein, aber irgendwo dort muss die Küste sein. Jo. Ich vermute, dass die Piraten dort ihr Lager haben. Jo. Nicht weit von hier, im Osten, haben wir die Leiche eines Fischers gefunden. Das solltest du dir mal ansehen. Natürlich. Wo hast du die Piraten gesehen? Sie liefen nicht weit von hier im Westen umher. Ich glaube, sie waren auf der Jagd. Wie man einfach alles 500 Mal fragen kann. Wo waren die Banditen nochmal? Sie haben eine Art Festung mit vielen Vorposten im Osten. Um dahin zu gelangen, musst du durch den großen Sumpf marschieren. Aber Riordian ist nett zu mir, weil sonst ist es ja häufig hier so, dass du einfach angeschissen wirst, weil du nicht zuhörst. Hier, ihn kann ich wahrscheinlich 500 Mal das Gleiche fragen. Die eigentliche Sache, warum ich zu ihm sollte. Satoras schickt mich. Ich soll die 5 Herrenhäuser von Yarkandar durchsuchen. Ich habe lange dafür gebraucht, aus den Niederschriften der Erbauer den Standort der Herrenhäuser zu finden. Aber jetzt kann ich es dir genau sagen. Ja, wo... Ich muss noch die Karte holen bei Kronos. Wo finde ich die 5 Herrenhäuser? Das Haus der Gelehrten ist eine große Bibliothek.
Sie muss irgendwo weit im Norden sein. Mhm. Das Haus der Krieger war damals eine von Felsen umringte Festung im Osten. Mhm. Die Priester und die Totenwächter hatten ihre Behausung nahe beieinander. Du solltest sie im Südwesten finden. Und die Heiler hatten ihr Haus der Genesung im Südosten. Wenn diese Häuser noch stehen, dann wirst du sie an ihrer Bauweise erkennen. Sie sind erhöht. Eine steile Treppe führt in den von hohen Säulen verdeckten Eingang. Okay, ich muss nach Treppenausschau halten, aber nur weil er sagt, du wirst sie erkennen, heißt es nicht, dass ich sie erkenne. Kronos hat eine Karte, die möchte ich gerne noch haben. Nee. Ich merke mir aber auch nicht, welche Frisur die da haben. Die sehen hier unterschiedlich aus, so ist nicht, aber ich merke mir die Frisur nicht von den Dudes, dass ich die von hinten schon erkenne. Ja. Hey, du. Lass uns handeln. Echt, ich muss handeln, damit er mir die Karte gibt? 250, ich glaub's ja. Aber ich brauch sie. Bestimmt hätte ich die auch irgendwo gratis bekommen, aber ich hätte die schon ganz gerne. Oh, die hat er jetzt automatisch ausgerüstet. Jetzt weiß ich auch ungefähr, wo ich bin, damit ich weiß, wie weit es in jede Richtung geht. Das ist schon ein bisschen praktisch. Ich bin vorhin da durchgelatscht. Durch diese Höhle, dass ich nach da hinten komme. Und im Canyon war ich doch noch gar nicht. Gut, ich sehe den Sumpf und da hinten sehe ich den Strand. Ich muss durch den Canyon durch. Ist egal wie, ich muss auf jeden Fall lang. Okay, aber mir wurde noch was von einem Fischer gesagt in Richtung Osten, also zum Sumpf, was ich mir näher anschauen soll. Und es gab dazu keinen Tagesbucheintrag, oder? Nee, gab's nicht. Boah, jetzt ist hier wieder alles voll. Das war so schön leer, bevor ich in Jakendar angekommen bin. Ja, ich würde jetzt hier wieder einen Cut machen, weil ich weiß nicht, wie das noch eskaliert, weil ich mich mal wieder verlaufe. Ich habe eine Karte. Das heißt nicht, dass ich mich nicht verlaufe, weil wenn ich hier, wie gesagt, irgendwelchen Sachen ausweichen muss, werde ich halt klettern oder so. Muss ich sehen. Und ich weiß nicht, was sie angreifen. In was ich mich verwandeln kann. Ich bin gespannt. Es geht hier weiter. Ich werde noch eine ganze Weile in Jakendar bleiben. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Ciao.